Ja, hallo, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. In der letzten Folge haben wir das Wunderland so gut wie fast komplett erkundet. Und ja, wir machen jetzt weiter mit dem Wunderland. Wer hätte das gedacht? Ich habe nach der letzten Aufnahme mal kurz hier Inventar gescoutet und habe gemerkt, wir haben noch einen Nasir-Reifen, einen Nasir-Reif, der uns Lebenspunkte und Angriffskraft gibt. Den könnten wir ja mal so erwähnen. Und den Donald könnten wir mal endlich hier was geben, was seine Abwehr ein bisschen erhöht. Ja. Super. Bams. So, bin ich vorbereitet, ja. Okay, dann weiter. Spoiler, die Welt ist gleich zu Ende. Von oben habt ihr eine bessere Übersicht. Okay, wir haben das hier irgendwie letztes Mal aktiviert. Geil. Ein paar Potion und Mithril-Erz. Cool. Na gut. Ansprüchen. Die Schatten sollten bald hier sein. Seht ihr, seid ihr auf das Schlimmste befasst? Wenn nicht, Pech gehabt. Halt, na. Kann ich bitte den Trank wieder haben, der mich größer macht? Vielleicht auch mal, wie der Kampf dann ablaufen würde. So, Mann. So ist das. Ja, hier ist noch ein bisschen gefährlich, weil, aua, kein Heil. Außer Potions. Und was habe ich denn so irgendwie noch nie geschickt? Sehr gut. Mach Donald, Mann. Das wird eigentlich kein Problem sein. Ah, dann gehe ich eben auf den Tisch, Mann. Der sich dreht. Ups. Das ist ja schon. Hindrehen. Ich hab den von dir aus nicht. So. Donald hebt man davon auf. Analyse wäre jetzt hier nicht schlecht, damit ich weiß einfach, wie viel er hat. Der ist schon leicht kaputt, hä? Da war der noch eine zweite Phase, so, glaube ich. Aua. Also kommt er, glaube ich, nicht mehr. Aua. Wie das ausschaut. Aua. Könnte doch noch frecken, wenn ich nicht aufpasse. Voll die geilen Schuhe, weißt du was? Macht Donald. Hat der gerade eine Protestkette gegeben. Aua. Nein, das muss jetzt nicht so knapp sein. Aber jetzt macht er. Wie, bist du irre? Das ist gefährlich. Komm mal her. Oh, hey. Oh, kann ich gar nicht, oder? So, du hast mir jetzt den Wind aus den Flügeln genommen, den du das Ding kaputt gemacht hast. Oh, Goofy ist auch kaputt. Aber lief der Kampf so gut. Man haut der einfach den Tisch kaputt, das ist doch gefährlich, dann spielt er auch noch mit Feuer. Jetzt merkt man schon wieder, dass das ein bisschen schwieriger ist. Boah.
Hi. Ich gehe auch noch weiter weg, damit er mich trifft, ne? Okay, sein eines Ding ist aus. Der andere auch. Mal. Oh, geil. Komm her. Ist noch nicht. Ah, Donald, kannst du mal aufhören, tot zu sein? Oh, der hält aber auch viel aus, ne? Was ist das? Und das und das. Oh, Mann. Aua. Steck mich hier drin, geht nicht. Verdammt. Okay, das ist mir jetzt einfach wert. Schon ist er jetzt so tot, ne? Oh, komm her. Ja, super. Ein Schlag. Ich hab eine Potion verschwendet. Verdammt, dammt, 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 dammt. Ach, was soll's. Das sah sehr besoffen aus. So wie der umgefallen ist. Yay, gewonnen. Schön. Das Bild von zwei Karotten. Was so? Okay. Wir haben einen Flammenball bekommen. Sehr schön. What a racket. How's a doorknob to get any sleep? Ey, mal gucken, nicht in die Schlüssellöcher von anderen. Was war das? Habt ihr es gehört? Als ob etwas geschlossen wurde. Fast als hätte ich einen Schlüssel benutzt. Dieses Gummistein ist nicht wie die anderen. Dieser. Okay, ich werde ihn nehmen. Navi-Gummini halten. Ausgezeichnet, du bist ein Held. Falls ihr alles sucht, die ist nicht mehr hier. Sie ist verschwunden, verschwunden mit den Schatten in die Dunkelheit. Nein. Zurück zum Gummijet, wir werden in den anderen Welten nach ihr suchen. Wir müssen zu einem Speicherpunkt, um zum Schiff zurückzukehren. Da kenne ich doch einen. Okay, cool. Ja, oder hier. Na gut, jetzt tun wir erstmal hier wieder... unsere, ja, AP brauche ich AP. Wer ja, den könnte Donald gebrauchen? Flammenwahl. So, wir gehen darauf nerven natürlich die ganze Zeit frecks Donald. So, er ist mehr Lebenspunkte bekommen, ne? Maximal AP und die Abwehr streng geringfügig, okay. Na gut, dann verschwinden wir von hier. Für das Erste, wir kommen hier nochmal zurück, wenn wir mehr Möglichkeiten haben. So, theoretisch könnten wir jetzt hier zu dieser Welt, aber ja, 3 Sterne. Und ja, haben wir noch hier eine Welt mit 2 Sternen. Was ich also machen werde, ist jetzt einen Rückweg nach Traverse zu machen und dann hierhin zu fliegen. Das Blöde ist allerdings, man kann nicht die Gummi-Mission, also die Gummi-Jet-Mission überspringen. Das bedeutet, ich werde das hier rausschneiden und wir sehen uns dann in Traverse, wenn wir auf dem Weg sind nach dieser Welt. Also mache ich einen Schnitt und wir sehen uns gleich. Und da sind wir wieder in Traverse. Ich wollte erst noch so einen Abstecher machen hier rein, aber ich habe mir gedacht, nee, lass mal. Wir werden ja wohl nicht zum letzten Mal in Traverse vorbeischauen. Ich wollte vielleicht Potions und so kaufen, aber das wird schon gehen. So, wir gehen dann jetzt zur mysteriösen zweiten Welt. Bams.
Ich habe auch irgendwie eine Mission abgeschlossen und habe einen Reifengummi bekommen. Weiß jetzt nicht, was ich genau gemacht habe, aber okay. Ich habe sowieso nichts verpasst. Das ist eigentlich der gleiche Weg, den wir schon mal gesehen haben, nur halt von der anderen Seite. Also ja. Ich habe nichts verpasst. Aber wir müssen ja die Welten ja nach der Reihenfolge machen. Das wissen wir nicht, aber ich schon bei dem Boss hier ein paar kleine Probleme, deswegen sollten wir vielleicht die entsprechende Reihenfolge hier einhalten. Guter Plan, ja, ne? Ich meine, wie schwer kann das schon sein jetzt? Oh. Aua. Also ich werde Schwierigkeitsgrad hier auch den Schaden hier beeinflussen. Ein Gummijet. Ich glaube ja, oder? Oder nee, weiß ich nicht. Ja, sobald man sich irgendwann mal ein richtig dickes Gummijet baut, ist das sowieso egal. Irgendwann haben wir alles weg, aber so ein Jet haben. So. Ganz mal einfach mal Feierabend machen, ne? Und Antrieb hätte ich gerne. Besseren. Kann man schneller ja durchfliegen. Keine Ahnung, irgendwann brauche ich schon eins. Mache ich extra Part raus. Meine Kreativität, mein Lauf. Oh, ein Plan, Shiba. So, was haben wir hier? Ist das ein Planet von 300? Nein. Was? Die Arena ist Olymp. London. Ah, schön. Arena ist Olymps. Das kann ja nur einer sein. Olympus Colosseum. Die Arena ist Olymps. Geil. Okay. Warte mal, ist ja. Hier kann man was machen, glaube ich. Wo das Feuer, ob es sich löschen lässt? Hm. Es ist zu schwach. Es bedarf stärkere Magie. Nein. Okay. Lass mal das. Gehen weiter. Unsere Wege. Das ist ein Trio-Tisch. Nimm den. Das Monster Hunter all over again. Und Vitrilerz, ja. Echt traurige Kisten ausbeuten. Wohl Kisten sind ja eigentlich nicht so versteckt, dass man weiß nicht alles möglich machen muss. Jetzt noch ein Triotech. Aber trotzdem, die Truhen ausbeuten sind immer ein bisschen traurig. Und Damatina. Ja, die haben keine Namen, die heißen einfach nur 22, 23 und so. Ein bisschen herzlos. Soll mal mit den Eltern hier reden, das geht doch so nicht. So. Welt betreten, schon zwei Magiepunkte so verloren. So ein Dreck. Ah. Ansprechen. Good timing. Give me a hand, will you? Move that pedestal over there for me. I gotta spruce this place up for the games. Okay. Dann bring ich dir den Sock für die Spiele. Sieht doch nicht so schwer aus. Oh mein Gott, bewegt sich kein Stück. Hilf mir, Ziegenmann. Ist so schwer. It's way too heavy. Ja, hab gerade gesagt. What? Too heavy? Since when have you been such a little... Oh, wrong guy. What are you doing here? This here is the world famous Colosseum, heroes only.
And I got my hands full preparing for the games. So run along, pipsqueaks. Look, it's like this. Heroes are coming from all over to fight ferocious monsters right here in the Colosseum. You got him all standing right in front of you. Yup, he's a real hero chosen by the Keyblade. And real heroes, too. Hero? That grunt? What's so funny? I fought a bunch of monsters. Ja, sieht man noch an die Anzahl von Reißverschlüssen und Gürteln. Hey, if you can't even move this, you can't corpse yourself. The hero! Okay, so it takes more than brawn. Well, let's see what you can do. Okay. Diese Probe Tat macht dich auf was gefasst. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay, Kleiner, mal sehen, was du drauf hast. Was kann jetzt schon Schlimmes passieren, ne? Oh mein Gott! Fässer! Die Regeln sind einfach, zerschlage alle Fässer innerhalb des Zeitlimits. Oh mein Gott. Warum denn auch nicht? Ich weiß nicht, was die für Fetische haben mit Fässern, aber... Ach man. Und zack. Nicht schlecht, für einen Anfänger jedenfalls. Ja. Das war ja auch noch einfach und nicht gefährlich oder hart oder was weiß ich. Die Regeln sind einfach. Zerschlage alle Fässer innerhalb des Zeitlimits. Fertig. Los. Okay. Wenn sonst nichts ist. Oh Mann. Ja, zum Glück ist der eine Angriff so schnell. Ich glaube, ich hätte von der anderen. Ja. Mitten auf das Schild. So, den hier. So, und. Schiff, das schaffen wir, jawohl. So was von. So, dann. Noch mal. Und zack. Home Run. Hey, du bist besser als ich dachte. Ja, weiß man nicht, was Fässer zerschlagen, damit zu tun hat, Helden zu sein, aber okay. You know, you ain't bad, kid. Looks like I'm headed for the games. Afraid not. Why not? Two words. You guys ain't heroes. Come on. Na, Goofy hat aufgepasst. Als wahrer Held musst du erstmal mit dieser Magie fertig werden. Die Kraft des Stroms halten. Die Magie Blitz, jawohl. Boah, so, kann ich jetzt mitmachen? Nein. Ja. Na gut, dann gehe ich eben angepisst wieder hier raus. Mieser Service. Oh, schon mal da rüber. Rather a stubborn old goat, wouldn't you say? Who are you? Oh, hey, hold on there, Fuzzboy. Wait, let me guess. You want to enter the games, right? Well, then, hey, get a load of this. A pass? It's all yours. Good luck, kid. I'm pulling for you, little shorty. Okay. Weiß man nicht, wodurch wir da jetzt zu Helden geworden sind, aber... Ja, wir haben jetzt einen Pass. Das gleicht doch schon aus, ne? Du bist jetzt ein Held, bitteschön. Hey, wo hast du die? Können wir jetzt an den Spielen teilnehmen? Nun, ich schätze ja. Doch so heißt die Vorkämpfe. Weit für die Vorkämpfe? Ja, kann losgehen. Ein paar verrückte Typen nehmen an diesen Spielen teil. Seht euch also vor. Verrückter als ein Typ mit so stacheligen Haaren und entsprechenden Hund und Ente kann es ja wohl nicht sein. So.
die Anschwärzer aufbereitet. Feuer! Sehr gut. Feuer. Die werden natürlich auch betäubt. Ich bin mir aber nicht sicher. Ach man, Donald. Gar nicht so weitergehen. Du gehst mir irgendwie auf den Nerven. Okay. Weiter. Nochmal. Ihr seid noch keine hin, aber ihr schlagt euch wacker. Gut, dass ihr mich als Trainer ausgesucht habt. Ja. Yeah. Coole Frisur. Du auch. Wer das wohl war? Ich fürchte, der da wird schwerer zu besiegen sein. Wer weiß, vielleicht müsst ihr gegen ihn antreten. Ich glaube, der war aus Dragon Ball. Der hatte blonde Haare. Die Finsteren auch schon wieder. Böp. Hallo, 2 Grad, Leute. Hallo. Traurig. Ja, du, pass auf, ich mache jetzt Feuer auf den. Wer, du machst jetzt auch Feuer auf den. Gut. Ja, die werden dadurch betäubt, wenn ich Feuer einsetze gegen die Eistypen. Eisbomben, oh Gott. Da kann ich voll Eis einsetzen. Oh, ich mach noch ein bisschen. Also keine mehr da. Doch. Doch, man, ich hab mal eingeschossen. Okay, ja, du wolltest wieder im Eimer, aber das kennt man ja. Ist besser als ich dachte, Kleiner. Ich wünschte, er könnte das sehen. Wer? Herkules. Er ist ein Held, falls es hier einen gegeben hat. Zu schade, dass er gerade seinen Vater besucht. Ja. Dunkelpulks. Okay. Mach Spaß. Ach, Donald. I don't approve of this. Ja, sogar Goofy. Das muss ich das ja ganz alleine machen. Wap. Wap. Was ist das? Ah! Ein Hintern! Ah! Was ist das? Es gibt noch keinen Grund, hier Magie irgendwie zu sparen, deswegen. Ich hab ruhig Spam wie blöd. Oh, geht noch weiter. Die Blizzards. Oh Gott. Tight. Ah, nein, daneben. So alt. Okay. Langsam einen nach dem anderen. Ja, genau so. Ah. Was ist das? Ich krieg ja noch ein Level ab oder so. Jawohl, Maximum AP. Das kann ich jetzt gar nicht gebrauchen. Er ist mir irgendwie mit Abwehrkraft oder so. Ich hab dann Schild genommen am Anfang, Mann. That little punk is your next opponent, okay? Don't blow it. Just take him out. The great god of the underworld is afraid of a kid? Sorry, but my contract says... I know! You think I don't know? I wrote the contract! I know it says you're only required to kill Hercules in this tournament. But you gotta fight that kid to get to him! Come on! Hey, it's like that old goat says. Rule number 11. It's all just a game. So let loose and have fun with it! I'm missing the deutsche Stimme von dir. I mean, a casualty or two along the way. It's no big deal, right?
Wollte ich nur mal sagen. Jeez. Stiffer than the stiffs back home. Still, suckers like him are hard to come by. Ah, okay. Preller, oh Gott, das könnte wehtun. Okay, das kennt noch gut. Ah. Ich weiß nicht, ob noch ein Megapunkt kann ich nochmal einsetzen, aber. Ich bin so geizig wieder. Ach, Donald, Goofy. Nicht Goofy. Was ist das? Ach, Mann. Ah. Du, was geht das? So, der könnte jetzt nervig werden. Komm auf, was ich hab. Na, komm mal her. So, alles im Griff, alles im Griff, alles cool. Was für ein Kampf. Ja, ich habe ein bisschen Probleme jetzt mit meinem Leben, aber okay. Oh, Cloud. Ah, nein. Ich habe vergessen meine Items. Okay. Bop. Bis er sich. Sehr gut. Oh, hier kommt mal wieder alles schön. Was hat der meine Magie mitgenommen? Meinte, den Angriff konnte man auch abwehren, aber okay. Oh, die sind beide schon wieder tot. Boah, ich treffe den noch einmal. Ich muss erst an meine beiden Gefährten hier vorbei. Frisst das, versucht das mal abzuwehren. Oh Gott. Ich verliere nicht noch mal gegen einen Final Fantasy Charakter. Oh Mann, doch tue ich. Doch tue ich. Oh Mann. Das gibt's doch einfach nicht. Ah. Hätte mir bestimmt geschafft, wenn ich noch Potions hätte, Mann. Schlicht halt nicht aus. Wahre Helden, Leute. Schön. Junge, das war knapp. Das war Kerberos, der Richter der Unterwelt. Herkules wird bestimmt mit ihm fertig. Einerseits vielleicht auch nicht, das sieht nicht gut aus. Ja, bevor ich schon wieder vergesse. Wir holen uns. Ich habe jetzt auch einen Mega-Potion vermasselt. Nein, ich meine verbraten. Schon wieder mit der deutschen Sprache, ne, die ist. Mann. Ja, ich gehe vor allen anderen, also. Wenn ihr tot seid, kann ich nur trauern, aber wenn ich tot bin, dann ja, ist vorbei. Also Leute, Prioritäten. Kurz 219. Ah. Na gut. Würde ich mal sagen, Kerberos machen wir in der nächsten Folge platt. Von Let's Play Kingdom Hearts Final Mix. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.